Hallo! Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration! Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgeschenketest. Wir testen heute Katis Eismaschine zum Kratzen oben. Genau, die ist gerade noch im Gefrierschrank. Das Ganze muss erst einige Stunden in den Gefrierschrank, um richtig schön kalt zu sein. Genau, und mein Donut-Maker. Der ist richtig süß, ne? Also der ist so relativ klein. Und Eva hat den natürlich auch schon vorgeheizt. Es kommt eine ganze Wolke raus. Und wie ihr seht, hat Eva auch schon Teig vorbereitet. Auf genau. Eva ist Verlass. Da war so ein kleines Rezeptheft dabei. Und ich habe mal den Teig einfach gemacht. Ich habe den hier in so einen Spritzbeutel gefüllt. Man kann ihn natürlich auch einfach mit Löffeln drauf machen. Und ich würde sagen, ist das Ganze denn heiß? Ja, oder? Ich glaube auch. Einmal mit einer Schere voll die Spitze abschneiden. Ich bin einfach nur zum Essen dabei. Und natürlich, um gleich meine Eismaschine zu testen. Gucken, ob das gut funktioniert, ob ich mir das gut gedacht habe hier. Ein bisschen drauf geben. Ja, zu viel davon wahrscheinlich. Genau, nicht. Stand extra dabei, nicht zu viel Teig. Wie beim Waffeleisen, sonst läuft's raus. Guck, Kathi die Quere und zumachen. Und genau, es gibt kein Häkchen oder so vorne, es wird einfach nur zugeklappt. Und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten. Die werden richtig cool. Ich bin begeistert. Vor allem auch ziemlich schnell und einfach, ne? Ja. Also wir haben jetzt nicht lange gewartet, es waren vielleicht jetzt 2 Minuten, ne? Wow. Oh. Ja, wollen wir schon mal gucken? Ja, wir gucken schon mal rein. Obwohl, die sehen besser aus. Lass uns doch mal nochmal zumachen. Aber sie haben auf jeden Fall auch gute Löcher. Das haben, ist ja auch richtig. Das ist wichtig bei Donuts. Aber sie sind ziemlich klein, finde ich. Und auch gleich probieren, ob die wirklich wie Donuts schmecken. Richtig. Ne? Es ist ja auch immer die Frage, die werden ja gebacken, die werden nicht frittiert. Richtige Donuts. Wenn man die so beim Donut-Fachhändler kauft, ne? Die werden frittiert. Beim Donut-Fachhändler. Beim Donut-Fachhändler unseres Vertrauens. Jetzt riecht es auch gut. Jetzt riecht es ein bisschen wie Waffel. Wollen wir nochmal? Mhm. Oh ja. Ja, die hinten werden schneller bräunlich, ne? Mhm. Soll ich mal versuchen? Oh, die sind ganz fluffig. Ich habe einen. Ich schnapp mir auch mal einen. Aber ganz heiß noch. Ja. Den Rest können wir nochmal zumachen. und ich glaube, da ist jetzt gerade so ein bisschen Luft drin und die geht gerade wieder raus, wenn ich das so halte. Ja, der ist wirklich sehr fluffig. Man kann die Luft... Oh. Ja, der erste Donut ist leider schon... Auf dem Boden, du kannst die Hälfte von meinem haben. Wenn wir uns den mal teilen und probieren. Ja, das wirkt aber sehr, sehr fluffig. Jetzt hast du mir viel abgegeben hier. Das ist doch deiner. Wenn ich schon den ersten direkt Fire hin habe. Schmeckt wie Waffelteig, Schmeckt oder? Wie Waffelteig, ja. Ich finde, Donut-Teig ist, Donuts sind von außen, haben so eine andere Schicht aus. Und sind auch eigentlich so ein bisschen fester. Genau. Vielleicht wird das ja auch fester, wenn die ein bisschen abkühlen erst, ne? Wir können ja auch gleich ein paar abkühlen lassen. Wir sind ja nicht alle sofort wegfuttern. Aber es geht schnell, die sind definitiv lecker. Und auch wenn sie nur wie Waffeln schmecken, es ist natürlich super cool. Ich habe beinahe wieder fallen lassen. Die sind einfach extrem heiß. Eva ist da ein bisschen, kann besser heiß anpassen als ich. Ich drehe die gerade mal so ein bisschen um. Weil unten werden die auch schneller braun als oben. Aber sonst haben sie die Form gut ausgefüllt. Mhm. Auf jeden Fall lecker. Willst du auch noch mal? Ja, ich nehme auch noch ein Stückchen. Die Hälfte. Und weg. Ist er. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut, ne? Ich würde sagen, den restlichen Teig backen wir gleich aus. Die hier holen wir gleich raus. Und wir holen jetzt natürlich auch deine Eismaschine. Genau, da freue ich mich auch schon total drauf. So, da sind wir wieder und wir haben die Eismaschine rausgeholt. Also es nennt sich, glaube ich, nicht wirklich Maschine. Nein. Es ist keine Maschine, es ist so eine Platte, die muss man einfrieren. Und zwar am besten möglichst den ganzen Tag. Ne? Genau, ich habe die jetzt fast 24 Stunden im Eisfach gehabt. Und oben ist die Platte und das Kühlelement, was da drin ist, ist alles richtig kalt. Ich hätte es auch nicht zu Hause einfrieren können und dann damit hier hinkommen. Nee, das mussten wir schon direkt hier einfrieren. Und wir haben jetzt so verschiedene Sachen, die man drauf... wir werden das einfach gleich drauf kippen. Es stand, glaube ich, nicht so ganz genau in der Anleitung. Und also ich hatte die war auch nicht so ganz gut dass übersetzt. Dass man so eine Sahne-Mischung darauf kippen kann. Aber es stand, dass man zum Beispiel Säfte oder so drauf geben kann. Wir haben aber auch einfach hier mal so eine Limo Joghurt. Und Joghurt. Vielleicht können wir Frozen Joghurt machen, mein Traum. Ich werde einfach mal ein bisschen von diesem Smoothie hier drauf geben. So. Und dann mit diesem Ding hier ein bisschen verteilen, würde ich sagen. Und wird schon fest? Naja, aber es knistert ein bisschen. Also man merkt schon auch, dass hier ein bisschen was angefroren ist. Oh ja, ich sehe es auch. So, überall schön verteilen.
Und dann kann ich das gleich von einer Seite einfach mal loskratzen, ne? Mhm. Ich hoffe, es werden wirklich kleine Eisröllchen. Es geht nicht okay. So gut, wie ich dachte. Ah, nee. Ist direkt ziemlich fest geworden. Aber, doch. Guck mal. Oh! Wow. Cool. Ich guck mal, dass ich uns ein Schälchen organisiere. Es müsste natürlich jetzt noch ein Röllchen werden. Das muss ich dann vielleicht gerade selber noch... dann bricht es leider auch schon. Aber es könnten auch so kleine Eisplatten oder so werden. Ja. Sieht auch cool aus. Ich finde, mich erinnert das gerade so an Wassermelone. Ja. Man könnte bei so einem Wassermeloneneis das dann irgendwie so mit... vielleicht noch was in grünen Smoothie und dann halt das dazu. Jetzt werden es eher so ein paar Bröckchen hier. Obwohl, hier schaffe ich es auch noch mal gut abzulösen. Wollen wir mal probieren? Ja. Ich habe schon Löffel organisiert. Ich glaube, brauchen wir nicht, sondern okay. Kann man einfach so... super. Cool. Sehr cool. Ja. Ich kratze das mal alles frei, dann können wir direkt noch mal was anderes draufgeben. Es hat auf jeden Fall jetzt sehr gut funktioniert. Natürlich war das jetzt gerade ganz besonders kalt, aber es sieht auch immer noch kalt aus. Also ja. Sieht kalt aus. Leider konnte ich es jetzt nicht so richtig schön aufrollen. Ich habe sowas nicht zu viel, glaube ich. Ich verteile das mal lieber direkt wieder. Jetzt hat es noch so ein bisschen pinken. Ist nicht schlimm. Oh, wenn man damit Frozen Joghurt selber machen kann, ganz einfach, ist das schon. Dann habe cool. Ich mein perfektes Gerät gefunden. Das ist ich hoffe, auch es war nicht zu viel. Aber du gibst mir auch von den Donuts. Natürlich. Hinter uns sind übrigens doch die Donuts gerade am Backen. Ah ja, doch. Ich brauche noch einen Moment. Multitasking. Das wird. Ja. Das ist richtig cool. Es war vielleicht ein bisschen viel von mir. Ein bisschen viel Joghurt, aber... ich kann das jetzt ja mal so ein bisschen... ja. Von Anfang. Dann wird's. Ja, guck mal, dann sind schon so Frozen-Joghurt-Stückchen. Cool! Mal ein bisschen. Und dann nächste Schälchen. Wow, guck mal. Ich kann das ja nochmal so ein bisschen so durchmixen, dann ist es wirklich so ein Frozen-Joghurt, ne? Ja. Es geht auch total schnell. Das dann in der Kombination hier mit dem. Diesen anderen Eisstückchen, die auch noch nicht geschmolzen sind. So, ich probiere das. Schmeckt richtig, richtig lecker. Ja? Mhm. Warte. Auch nicht so. Ich habe schon mal Frozen Joghurt selber gemacht. Das war dann so richtig so hart, kristallig. Ne? Genau. So richtig kristallig. Aber dieser ist super cremig. Ja, cool. Wollen wir jetzt das uns auch noch trauen? Ja, das komm. Hier, aber jetzt ist es natürlich hier so ein bisschen cremig von Joghurt. Ich hole einmal ein Stückchen Küchenrolle. Dann wischen wir das einmal ab. Weil ich würde jetzt nicht mit Wasser dran gehen, weil dann wird es warm. Wird es zu schnell warm, genau. Mhm. So. Ja, einigermaßen habe ich das jetzt sauber gemacht. Und jetzt geben wir einfach noch mal ein bisschen Limo drauf. Eva ist im Hintergrund am Donuts machen. Also bisher macht es super viel Spaß, unsere Küchengeräte auszuprobieren. Das ist ja mit Kohlensäure, da bin ich mal echt gespannt. Ich gebe mal nur ganz wenig drauf. Heiße Donuts und kalter Frozen Joghurt. Schön. Ich nehme ja auch noch einen. Ja. Oh, die sind jetzt auch ein bisschen fester schon. Die hatten wir etwas länger drin. Ja. Und dazu noch ein bisschen Eis. Das ist auch direkt angefroren. Mhm. Wow, guck mal, das ist wirklich so, dass man das so abschaben kann. Das wird wie Slushy. Eis-Slushy, einen Eis-Slushy-Maker. Mhm. Und mal probieren. Ja, schmeckt auch genau wie Eis-Slushy. Das ist ja cool. Also man kann Frozen-Joghurt, Eis-Slushy und hier sowas Schönes damit selber machen. Ja, Smoothie-Eis. Smoothie-Eis. Ich probiere nochmal hiervon. Immer, ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich das vorsichtig macht, dass man so ganze Platten abhebeln kann und dass das echt richtig cool aussieht. Oh, das ist super lecker. Also, wir haben natürlich alles gerade nur so ein bisschen angetestet. Ja. Mehr Donuts. Aber ich finde es richtig cool alles. Ich auch. Macht richtig Spaß. Können wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Ja, definitiv. Neue Geschäftsidee. Wir machen einen Eis- und Donutladen auf. Genau, da kriege ich mal einen Donut und da ist so ein Eis. Da kann man sich eine Eisvariante aussuchen. Genau, eine Eisvariante. Würdet ihr in unseren Laden kommen?
Und welche Variante würdet ihr gerne probieren mit den Donuts? Würdet ihr die Brause-Variante, die Saft-Smoothie-Variante oder die Joghurt-Variante wählen? Ich bin bei Joghurt. Ich liebe Frozen-Joghurt. Ich fand jetzt die beiden hier besser. Hat mir beides auch gut. Also ich mag so fruchtige Sachen gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne in die Kommentare schreiben, was hat euch besser gefallen. Hättet ihr lieber diese Eismaschine oder den Donut-Maker? Seid ihr Typ Donut oder Typ Eis? Schreibt es uns unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, kleine Glocke aktivieren. Und dort sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Bis dann. Tschüss.